10 Uhr vormittags im Salzburger Volksgarten. Die Kinderstadt Mini Salzburg öffnet ihre Pforten. Gestürmt wird hier allerdings nur für die Kamera. Dass eine Stadt in Kinderhand nicht in Chaos verfällt, sieht man beim Arbeitsamt, wo die Kinder stets anstehen müssen. Hier werden ihnen per gelben Zettel offene Stellen zugewiesen. Für eine halbe Stunde Arbeit gibt es 8 Saletti, die Währung der Kinderstadt. Das Geld können die Kinder dann zum Beispiel im Restaurant ausgeben. Hier wird selbstverständlich ebenfalls von Kindern gerührt, geschnitten und gebacken. Wir machen gerade einen Obstsalat und also, weil das fertig ist, verkaufen wir es da halt. Die Bewohner von Mini-Salzburg kommen und kaufen halt die Obstsalate und die Muffins und Kuchen, was wir halt so machen. Ihr seht jetzt das erste Theaterstück Dracula Rock. Kostenlos sind die Sitze vor der Bühne. Hier führen die Kinder gerade ein selbst konzipiertes Theaterstück auf. Dann geht der Vater kurz raus und dann kommt ein Falscher rein. Und den verjagen wir dann mit Musik. Und zum Schluss kommt dann halt noch das Große Aufregung gibt es plötzlich in der Nähe des Rathauses. Die Kinderpolizei hat einen verdächtigen Ding festgemacht. Ich habe nur Hallo gesagt und er ist gleich weggerannt. Deswegen wird er verhaftet? Ja. Und außerdem hat er Leitstoßen da. Was hat er? Leitstoßen da. Er rennt vorbei, nimmt und schubst es auf den Anfang weg. Außer einer Ermahnung hat der Delinquent allerdings nichts zu befürchten. Im Wahlkampffieber befindet sich gerade Patrick. Er kandidiert für die morgige Bürgermeisterwahl. Weil ich wollte, dass unsere Stadt sich verbessert und dass die Salzburger sich wohler fühlen können. Ich würde gerne, das steht auch schon drauf, einen steuerfreien Tag machen, damit die Leute mehr Geld verdienen können, um sich mehr zu kaufen, die Preise zu senken von Essen und Trinken, weil in der Milchbar oder im Restaurant die Preise viel zu teuer sind, zum Beispiel wie bei einem Alex, die 8 Salettis verlangen. Es wird Mittag in Mini Salzburg und sie füllt sich weiter. Rund 1000 Einwohner wird die Kinderstadt auch heute wieder haben. Und das ist noch einer der ruhigeren Tage.